Guck mal, ich erzähle euch jetzt eine Story ganz kurz. Ich war im Schwimmbad und ich hatte das erste Mal Bargeld dabei, ne? Normalerweise trage ich nie Bargeld mit mir, weil ich eigentlich immer nur mit Kartenzahlung arbeite. Und ich glaube, ich hatte so 150 Euro in Bar. Es war das erste Mal jemals, dass ich Bargeld so hatte. Und ich hatte einmal Geld abgehoben, weil ich was machen musste mit dem Geld. Und ich hatte dann halt noch 150 Euro übrig und die hatte ich dann logischerweise in meinem Portemonnaie. Und an dem Tag habe ich frisch meinen Lohn bekommen von YouTube. So, es war zahltagmäßig. Und das Ding ist, mit meiner Karte kann man halt die Karte überall anlegen und bezahlen. So, also man macht dran, beep, bezahlt. So, und manchmal muss man sogar keinen Code angeben. Kennt ihr, klassisch. So, ist doch cool, aber auch gefährlich, wenn du verlierst. Und ich war ganz normal schwimmen und so, bla bla bla. Ich ziehe mich um und ich hatte diesen Tracky sogar an, aber nur in grün. Und ich hatte keine Taschen, die ich zumachen kann. Das ist das Einzige, was ich cool fand, so. Und dann, ich geh pissen am Ende und nimm mein Portemonnaie, ne? Nimm das und leg das so vor mich, weil da auf der Toilette war so eine Ablage, habe ich so drauf gelegt, wie in Schule, kennt ihr ja wahrscheinlich, wo man sowas drauflegen kann. Lege ich drauf, ich wasche meine Hände, ich gehe, ich lasse mein Portemonnaie da, so. Ich gehe raus und denk mir so, nein, Bruder, ich habe Bargeld drin, ich habe meine Karte drin. Wenn ich meinen Führerschein verliere, kostet Geld. Brauche ich eh nicht, weil ich kann eh kein Auto fahren. Dann Personalausweis verliere ich, kostet auch Geld. Also rundum, allein diese Karten zu beantragen, kostet locker ein Huni nochmal. So. Oder 50 oder so. Keine Ahnung. 50, 100 Euro. Lass mich nicht lügen. So. Allein auch. Ich hatte auch andere Karten da drin, die natürlich auch Geld kosten, wenn ich die beantrage. Dann bin ich draußen und ich fahre zu Meckes und so. Ich fahre so. Fahr. Und ich bemerke das. Ich denke mir so, ich Opfer, Digga. Warum gucke ich denn wenigstens nicht nach, Bruder? Weißt du, ich taste mich nicht ab. Ich check mich nicht ab, bevor ich irgendwie im Auto bin. Ich fahre. Ich bin bei Meckes. Ich will so raus. Ich denke mir so, boah, cool. Jetzt, ich hole mir irgendwas oder so. Einfach, ich habe kein Portemonnaie. Ich habe gemerkt, Bruder, ich habe mein Portemonnaie verloren. Danach, ich fahre zurück und ich guck so, Bruder, ist schon abgeschlossen. Fuck, was mache ich jetzt? Weil das Ding ist, ich sag euch ehrlich, weil ich dachte, ich hatte Paranoia, weil ich dachte, ich hatte das hier. Ich dachte, als ich zurückgelaufen bin, das Portemonnaie ist mir vielleicht beim Laufen, als ich meine Tasche so hochgehoben habe, vielleicht rausgefallen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ist es jetzt gerade auf Toilette? Ist es draußen? Soll ich meine Karte sperren? Soll ich neu beantragen? Was soll ich machen? Ich sag euch ehrlich, wenn ihr der Meinung seid, ich will euch das mitgeben, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt euer Portemonnaie verloren. Ist zwar Abfuck, aber direkt eure Karte sperren. Das ist der erste Schritt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So. Und dann stehe ich da so und dann kommt Security. Und ich denke mir so, Jackpot. Ich erzähle ihm so meine Geschichte. Der sagt, ja, geht nicht. Ich darf da leider nicht rein. Ich so, fuck. Bruder, weißt du? Danach, Bruder, der wisst ihr, wie dreist der war? Der fährt an mir vorbei. Der fährt an mir vorbei. Geh vor diese Tür. Ich guck, wie der mit einem zweiten aussteigt. Die gehen da rein. Jetzt komm und werd nicht sauer. Ich war voll angepisst. Ich gehe direkt dahin zu seinem Auto. Ich guck, da steht eine Nummer drauf. Ich habe die Nummer direkt gewählt. Ich habe den angerufen 3-4 Mal. So, also diese Firma. Ich hab die Firma 3-4 Mal angerufen, ne? Dann habe ich denen das so erklärt und ich habe so voll mich bemüht, gutes Deutsch zu sprechen und so, weißt du? Weil, Bro, es ruft ein Kenneck an nach spätabend. Der erzählt mir irgendwas von Geld und Portemonnaie, Bruder. Normal, der will irgendeinen Überfall machen auf mein Schwimmbad und so, Bruder. Der plant irgendwas und so. Einen recht schönen Abend wünsche ich Ihnen und eine schöne Schicht. Ich befinde mich gerade vor Ihrem Schwimmbad und wollte zunächst fragen, ob die Möglichkeit besteht, dass ich mit einer Personalkraft das Schwimmbad betreten darf und das Portemonnaie entnehmen darf, welches ich auf der Toilette. Würde mich sehr freuen, wenn das zutreffen könnte, weil ich sage Ihnen ehrlich, weil ich schon ein kleines Bedenken habe, dass ich mein Portemonnaie... Ich entschuldige. Dietrich, ich wollte dir nur sagen, dass ich mein Portemonnaie verloren habe und ich ja der Meinung bin, oder ja, die Angst habe, dass ich die draußen verloren habe, ne? Und da sind ja ein paar Euros drin und ja, was ist denn jetzt Sache? So, also ich habe mich voll bemüht. Auf jeden Fall sagt er dann zu mir, geht nicht. Ja, nee, so, ich rede 5 Minuten, er unterbricht mich nicht einmal. Wenigstens so direkt dieses, nee. Oder nee, sorry, so. Er lässt mich 5 Minuten reden, um dann am Ende zu sagen, geht nicht. Ich sag, warum geht nicht? Der sagt, ja, die Security, die da gerade steht, ist wegen einem Polizeialarm gekommen. So, ist wegen einem Polizeialarm gekommen und die müssen jetzt da rein und die müssen den Alarm ausstellen und neu anstellen und müssen überprüfen, ob da jemand drin ist. Ich stell mir so, ja, okay.
Wenn Polizei kommt, noch besser. Polizei muss doch safe da rein. Dann kann ich vielleicht sagen, ey, Bro, die Männer in Blau. Mein Portemonnaie befindet sich genau da auf der Toilette. Bitte, bringen Sie meine Kartentasche bitte zu mir und dann können wir gerne auf meinem deutschen Ausweis, den ich schon seitdem ich hier geboren bin, können Sie gerne mein Gesicht abgleichen und dann auch machen. Und Polizei kam nicht. So, ne? Jetzt guck. Jetzt voll der Film, Bruder. Jetzt gehe ich dann wieder dahin und sag diesen zwei Mitarbeitern, ja, ich habe gerade mit eurem Chef telefoniert. Ich habe gehört, die Polizei kommt gleich. Besteht dann die Möglichkeit, dass ich mit irgendwie rein darf? Oder da meint der so, nee, es darf keiner reinkommen und so. Ich so, gar kein Problem. Dann gehen Sie bitte rein und holen Sie mein Portemonnaie. Ich bleib genau hier. Und sie können sogar auf dem Ausweis gucken, ob ich das bin. Habe ich ihm meinen Namen gesagt und so. Habe ich dem sogar mein Portemonnaie beschrieben, wie viel Geld und was so. Ich habe alles beschrieben. Bruder. Ich habe gesagt, Bruder, da ist alles drin. So, das und das und das und das. So. Und dann sagt er zu mir, ja, nee, kann ich nicht und so. Ich darf da nicht rein. So, da denke ich mir, Bruder, zeig mir, dass du in Deutschland lebst, ohne mir zu zeigen, dass du in Deutschland lebst, Bruder. Diese Hilfsbereitschaft, wisst ihr? So, ich kann auf alles schwören, was mir heilig ist. Ich nehme jetzt Türkei als Beispiel, weil das halt mein Heimatland ist. Aber egal welches Land, selbst wenn wir in Spanien wären, oder irgendwo in Afrika, Bruder, wenn ich sagen würde, Bro, da ist was drin von mir, ich bitte sie darum. Bruder, die würden sagen, kein Problem. Ich gehe da rein, schulde das auch, gib dir das fertig. Wisst ihr? So, dann sage ich, ich habe aber gehört, der Alarm wurde noch nicht angestellt, können Sie dann bitte rein, so und so und so und so. Dann sagt er mir, ja, wir haben den jetzt aber gerade angestellt. Dann denke ich mir, Bruder, warum hast du mir denn nicht gerade gesagt, dass du das holen kannst? Warum stellst du extra den Alarm an, um dann zu sagen, dass ich das nicht mal rausholen kann, Bruder? Hä? Bruder, Digga, dann... Wenn du schon da drinnen bist und ich dich darum bitte und du an dieser scheiß Toilette auch noch vorbeiläufst, wisst ihr, das Ding ist, der läuft an dieser Toilette vorbei. So, hier, das ist die Tür der Toilette, ne? Der läuft so dran vorbei. Und als wäre das nicht genug, macht er noch diese Moonwalk. So, der läuft da dran vorbei, danach, der macht diese noch. Der läuft auf diese zwei, dreimal vorbei, dann sagt er so, oh Bruder, da ist doch was runtergefallen, ich hol noch mal was. Ah Bruder, ich muss doch kurz Toilettenpapier holen. So, wisst ihr, auf diese. Ich denke mir so, Bruder, was? Wollt ihr mich verarschen so? Und jetzt rufe ich wieder diesen Typen an, ne? Und sag, ey, ich wurde langsam sauer so, ne? Aber ich habe mich trotzdem bemüht, normal zu reden. Und dann sagt er zu mir, dann habe ich so gesagt, ey, ich sage euch ehrlich, das ist bei mir nicht in der Nähe. Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass vielleicht eine Personalkraft kommen könnte, die hier mit diesem Hause zu tun hat oder so? Dann sagt er mir, ja, du kannst um 4.30 Uhr kommen, weil da sind die Putzfrauen da. Oh nee, Bruder. 4.30 Uhr. Wisst ihr, wie viel Uhr wir hatten? 22.30 Uhr. Jani, wie ein Bengel soll ich da sechs Stunden warten? Jani, ich stehe da vor dieser Tür. Selbst wenn nach 6 Stunden jemand kommt, ich wäre nicht mehr ansprechbar. Ich würde da so stehen, mit so einem Schild so. Ich warte. Ich wäre schon eingefroren, Bruder. Kennt ihr diese eine SpongeBob-Folge, wo der so komplett eingefroren war? So, ich komplett Eis und so. Ich bin schon so eingefroren. So, wenn er so meine Hand anpackt, meine Hand fällt ab und so. So ein Film wäre das. Bei dieser Kälte. Wohin 6 Stunden, Bruder? Ich habe 6 Stunden gewartet. Wallah, ich habe 6 Stunden gewartet. Wisst ihr warum? Ich konnte nicht nach Hause mit dem Gewissen zu schlafen, ohne meine Karte gesperrt zu haben. Ich schwöre bei Gott, ich habe gewartet. Bei Allah, ich habe gewartet. Ich habe 6 Stunden gewartet, weil ich konnte halt nicht schlafen, weil ich weiß, genau, Bro, da ist Geld drin, da sind meine Karten drin, ich habe meine Karte nicht gesperrt und mit meiner Karte kannst du überall zahlen. Ich habe jetzt 6 Stunden gewartet. Dann gehe ich da um 4.45 Uhr war ich davor, sehe dann da eine Putzfrau drin. Ich stelle mir so, Jackpot, Bruder. Ich klopf an, tuck, tuck, tuck. Und ich hatte so Kapuze auf. Stell dir mal vor, so 4.30 Uhr, da steht jemand so. So. Tuck, tuck, tuck. Ah, nee, Bruder, ich würde denken, da will jemand, da fehlt nur noch diese. Dass er diese macht, Bruder. Mit einem Wumme, Bruder. Ich hätte Angst, sag euch ehrlich, ne? Danach, die Frau, die sagt so, geht die hoch, holt sie so eine andere Frau runter. Die andere Frau kommt runter und dann habe ich so angeklopft und ich bin so extra einen Schritt zurückgegangen, damit die keine Angst bekommen. Nicht vor, sondern zurück. Und dann habe ich gemerkt, die ist Gott sei Dank Türkin. Habe ich ihr das so erklärt. Ich habe gesagt so, ey, ich habe mein Portemonnaie verloren. Dann sagt die sofort so, ja, bitte morgen kommen. Bitte morgen kommen. Ich sage so, bitte, ich habe mein Portemonnaie direkt auf der Toilette vergessen, besteht die Möglichkeit, dass sie eben für mich gucken gehen. Ich bleib auch hier draußen. Und danach, die ist einfach dahin gegangen. Und Gott sei Dank kam die mit meinem Portemonnaie zurück. Die hat mein Portemonnaie in der Hand gehabt. Ich sag, nehmen Sie bitte kurz meinen Ausweis. Gleichen Sie bitte kurz ab. Hat die abgeglichen, hat die mir zurückgegeben. Habe ich direkt meine Tasche aufgemacht. Habe ich direkt mein Portemonnaie aufgemacht. Habe ich der einen 20 gegeben. Ich habe gesagt, hier, das ist für Sie.
als Trinkgeld, ne? Bitte behalten Sie das. Und die hat sich voll geschämt und so. Ich so, bitte nehmen Sie das an. Sie haben heute meinen Abend gerettet und ich will Ihren Tag auch retten. Sie haben mir eine Freude gemacht, ich will Ihnen eine Freude machen. Die hat sich voll geschämt, voll die Arme. Natürlich voll. Ich bin irgendein Fremder, so. Wisst ihr, ist nicht natürlich kein schönes Gefühl, so. Aber ich wollte das einfach aus Geste machen, so. Wisst ihr? Und ich habe gesagt, gehen Sie einfach mit Ihren Kindern was machen, für Ihre Kinder oder so. Und im Endeffekt, ich habe mich so in die Lage von ihr versetzt. Das war eine türkische Mutter. Ich habe mir so gedacht, stell dir mal vor, das wäre meine Mama. Worüber würde ich mich freuen, wenn meine Mutter lächelnd nach Hause kommen würde. Und somit habe ich hier gute Laune gemacht. Es geht null um den Betrag, ist scheißegal, selbst wenn das ein Euro wäre. Es geht einfach nur um die Geste. So, ich wollte ihr einfach ein bisschen Trinkgeld geben, weil im Endeffekt, wir wissen alle, so ein Putzjob ist leider nicht so stark bezahlt. Ich dachte mir, ich gebe ihr einfach das Doppelte die Stunde. Und das ohne, dass sie das jemand vorzeigen muss. Ich dachte mir so, Bruder, ich wollte die schon fast, ich war so baff, aber auch so süß, so glücklich gleichzeitig. Und dann habe ich so realisiert, Bro, dieser ganze Film ist passiert, weil ich auf Toilette musste. Ja, ich musste wie ein 6 Stunden warten, hab Krise meines Lebens geschoben, damit genau das passiert. Bruder, soll mir noch einer sagen, ja, ich hatte heute einen schlechten Tag, du, ne? Ich bin aufgestanden und ich wurde genervt, ey, ne? Bruder, 6 Stunden warten, Bruder. Warte erstmal 6 Stunden. Ja, ne, wenn du 6 Stunden was machst, die Zeit vergeht, tamam, die Zeit vergeht so, die Zeit verfliegt. Aber warte mal 6 Stunden. Guck mal auf diesen Wecker, die ganze, auf diese Uhrzeit. Und du guckst so mit ganz großen Augen. Augen wären schon rot, Bruder. Wenn mich jemand anguckt, der würde denken, ich bin schon 3 Tage wach, Bro. So, deswegen. Das war voll der Film. Das war meine Story. Was lernen wir daraus? 2 Sachen. Geht nicht unnötig pinkeln, sonst werdet ihr bestraft. Zweitens, bevor ihr irgendwie losfährt oder das Schwimmbad verlasst oder egal wo ihr hingeht, tastet euch immer ab. Habt ihr Schlüssel? Habt ihr Portemonnaie? Habt ihr Handy? Ganz wichtig. Dritte Sache, wenn ihr wirklich euer Portemonnaie verliert, dann sperrt sofort eure Karten. So, Online-Banking. Ja.